Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute die Apfelkrapfe. Die sind echt super lecker mit Zimt und Zucker und Äpfel. Ganz mega genial. Und wir fangen dann auch gleich schon an mit den Zutaten. Und zwar habe ich hier 500 Gramm Mehl. Wir brauchen einen Würfel frische Hefe. 200 Milliliter lauwarme Milch habe ich hier. 50 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker brauchen wir noch. Dann brauchen wir noch eine Prise Salz, 50 Gramm weiche Butter und natürlich zwei Eier. Und wir fangen dann auch gleich schon an. Da können wir dann die Hefe in die lauwarme Milch bröseln. So. Gerade so ein bisschen verteilen. So. Und dann können wir dann von den 50 Gramm Zucker, können wir dann gerade zwei Prise darüber streuen. So. So. Und das Ganze lassen wir dann erstmal 10 Minuten lang stehen. So, die Hefe hat jetzt schön gearbeitet. Dann können wir die ganze Zutaten da reingeben. Vom Mehl gebe ich jetzt nicht alles rein, ich hebe mal ein bisschen auf für später. Hat so einen Schuss. Dann können wir den Vanillezucker habe ich jetzt schon rein. Den können wir dann so ein bisschen verteilen. So. Die Prise Salz jetzt noch. Eier. So. Die Hefe können wir dann auch schon hineingeben. Und das Ganze verrühre ich dann jetzt mal so 1-2 Minuten mit dem Mehltag natürlich. Und dann gibt man die Butter dazu. So. Jetzt können wir die Butter dazu geben. Das Ganze lassen wir dann jetzt mal so 7 Minuten lang kneten, stellt dann gleich ein bisschen höher. So. Das restliche Mehl gebe ich jetzt dazu, so nach und nach, weil er doch noch ein bisschen klebrig ist. So, der Teig ist jetzt fertig, wie ihr sehen könnt. Der klebt auch nicht mehr, den hole ich jetzt raus und dann noch ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und dann kneten wir nochmal durch. So, jetzt haben wir den noch ein bisschen geknetet. Also ich liebe diesen Hefeteig, der ist bis jetzt schon immer was geworden. Der ist auch ganz fluffig und weich, also richtig mega klasse. Ich habe jetzt Mehl schon rein, den gebe ich jetzt wieder da dazu. Und hier noch ein bisschen Mehl oben drauf. Das decke ich jetzt ab und ich stelle es dann in den Backofen bei 30 Grad, also nicht mehr als 30 Grad. Und dann lassen wir jetzt eine Stunde lang gehen. So, der Teig ist dann auch gleich fertig. Jetzt können wir die Füllung machen. Ich habe so 5 mittelgroße Äpfel von Boskop, aber die Apfelsorte ist ja eigentlich egal. Die schälen wir dann, entkernen wir dann und dann schneiden wir so kleine Stifte oder so kleine Würfelchen, wie ihr wollt. So, die Äpfel, die haben wir jetzt geschält, entkernt und geschnitten. Jetzt habe ich hier nochmal so Zimtzucker, da können wir dann gerade nochmal so 1-2 Esslöffel ein bisschen drüber streuen. Das können wir dann gerade ein bisschen vermischen und dann geht es dann auch Gott sei Dank schon weiter. So. Wie gesagt, ihr könnt es dann selbst mischen. Ich habe dann meistens 150 Gramm Zucker und 2 Esslöffel Zimt. Ihr könnt dann aber auch ein bisschen mehr nehmen oder ein bisschen weniger. Das macht nichts. So, wie ihr sehen könnt, ist der Hefeteig auf jeden Fall sehr schön aufgegangen. Den knete ich jetzt noch einen Moment und dann können wir dann auch schon ausrollen. So, beim Teig habe ich jetzt die Luft rausgelassen. Ich habe ihn jetzt viereckig ausgerollt, wie ihr sehen könnt. Und jetzt habe ich so 4 Esslöffel ganz normales kaltes Leitungswasser. Und das
kann man dann 8 Grad oben nur so ganz, ganz kleines bisschen verteilen, dass die Äpfel dann auch klebe bleiben. So. Also wie gesagt, nicht tränke oder so, nein. Sondern gerade so ein bisschen verteilen. So. Und dann können wir dann auch die Äpfel schon großzügig verteilen. Lasst aber oben halt ein bisschen Rand frei, dass dann später nicht alles wieder rausquirlt oben. So. Wenn ihr nicht so viele Äpfel wollt, ich denke mal, die könnt ihr dann auch bestimmt anderweitig verwenden. Aber die kann man ja auch so essen, so ist es ja nicht. Wie gesagt, verteilt es gerade ein bisschen großzügig und oben gerade so ein bisschen randfrei lassen. So, und nachdem wir die Äpfel jetzt gut verteilt haben, können wir es dann auch schon einrollen. So. Ihr seht, es geht auch ganz leicht und auch ganz einfach. Guckt, dass neben nichts rausfällt. Wie gesagt, da haben wir dann halt jetzt den Anfang oder das Ende, je nachdem, wie ihr wollt. Dann können wir das gerade so ein bisschen einklappen hier. So. Jetzt lege ich das auf ein Brett und dann können wir es dann auch schon schneiden. So, wie ihr sehen könnt, habe ich dann schneidet so Zentimeter große Stücke. Ich habe es jetzt auf Backpapier, aber da habe ich ein bisschen Mehl drüber, dass es halt da nicht anklebt. Ihr könnt natürlich auch Küchentuch nehmen, ist ja egal. Und ich zeige euch jetzt gerade mal, wie die dann aussehen. So sehen sie dann halt jetzt aus, zumindest mal bei mir. Und das machen wir dann so lange, bis die Rolle fertig ist. So, ich zeige euch jetzt gerade noch mal kurz. Also sie sind wirklich sehr schön. Und die decke ich jetzt ab und komme dann noch mal für 30 Minuten in den Backofen. So, die Apfelkrapfe sind jetzt gleich fertig. Ich habe mir jetzt einen großen Topf, oder wenn es geht, gucken wir mal, ein viereckig habe, dann halt doch ein bisschen größer ist. Und wir brauchen so ungefähr 1,5 bis 2 Kilo Pflanzenfett. Ihr könnt natürlich auch Öl nehmen. Und das fange ich dann langsam an, ein bisschen klein zu machen und dann können wir anfangen, das schmelzen zu lassen. So, wie ihr sehen könnt, die Schnecke sind wirklich sehr, sehr gut aufgegangen. Und das Fett ist jetzt auch soweit und dann fangen wir an zu frittieren. So, ich habe das Fett jetzt auf mittlere Stufe und wenn ihr den Kochlöffel oder irgendwas mit Holz reinsteckt und da kommen so kleine Bläschen, dann ist es gut. Und dann können wir dann auch die erste Schnecke können wir schon reingeben. So, wie gesagt, so 3-4 Minuten. Oder auch 5, je nachdem, wie ihr es dann, wie braun ihr es dann haben möchtet, können wir es dann anbraten. Können wir es dann frittieren und dann drehen wir es dann gerade rum. So, wie ihr sehen könnt, die ersten zwei sind fertig. Die sehen richtig gut aus. Ich hätte doch einen größeren Topf nehmen sollen, weil ich wusste nicht, dass sie jetzt so aufgehen. So, wie gesagt, nach 3-4 Minuten. Die gewünschte Bräune, wie ihr möchtet, gerade umdrehen. So, wie ihr sehen könnt, die ersten sind fertig und die können wir dann jetzt in Zucker noch wälzen und dann sind wir durch. So, meine Zimtzuckermischung habe ich euch ja schon gesagt, wie ich die mache. Ihr könnt aber auch ganz normale Zucker nehmen. Probiert mal, wenn es zumindest mal ein bisschen abgekühlt ist oder so lauwarm, dass ihr da die Schnecke ein bisschen drin wälzt. Ich zeige es euch jetzt gerade mal. Also die sind wirklich echt wunderbar geworden dann auch. Also wirklich klasse. Sind wirklich schön aufgegangen. Und schmecken wirklich echt fantastisch. Ich kann es euch nur empfehlen. Macht so nach. Und ja, stimmt, erwähnen wollte ich noch, 16 Stück habe ich rausgekriegt. Aber wir leben nicht lang. Bis zum nächsten Mal. Danke, eure Kerstin.